Und da sind wir wieder mit unserem Special zum Marktplatz-Turnier 2015, 50. Auflage. Und neben mir kein geringer als der Sprecher des Marktplatz-Turnieres, Axel Schönhaar. Gigantische Aufgabe, oder? Große Aufgabe, schöne Aufgabe, die wir alle, nicht nur ich, mit großem Enthusiasmus meistern, glaube ich. Seit wie vielen Jahren bist du eigentlich Sprecher hier? Ich bin eigentlich seit 2007 so als Sprecher wieder verantwortlich, seit wir das Marktplatz-Turnier wiederbelebt haben. Okay. Wie kam es dazu? Ich meine, 50. Auflage, das spricht für eine sehr, sehr lange Tradition. Gab es ein tiefes Tal, wo ihr dann sozusagen wieder auferstanden seid? Also das tiefe Tal war früher in den 80er Jahren, 70er Jahre schon angefangen, wo man einfach gesagt hat, man kann nicht mehr im freien Handball spielen, man muss in die Halle gehen, die Verletzungsgefahr ist zu groß. Das war eigentlich das tiefe Tal, aber seit 2007, seit dem Jahr, in dem Handball, in dem Deutschland Handball Weltmeister war, geht es eigentlich stetig aufwärts wieder, auch mit diesem Freiluftturnier. Wir sind top angesagt, wir sind top 5 in den Turnieren in Deutschland und das als Freiluftturnier, das ist überragend. Ja, und ihr kriegt ja Bundesliga-Mannschaften hierher, was ja, glaube ich, auch nicht so ohne weiteres geht. Eben. Also das Turnier ist mittlerweile national, aber auch international wirklich hoch angesehen, auch bei den Top-Clubs. Und die kommen gern hierher mittlerweile. Ja. Welche Mannschaft ist denn so dieses Jahr für dich die Highlight-Mannschaft? Naja, man soll ja immer ein bisschen vorsichtig sein, und aber ich freue mich natürlich besonders, dass der HSV Hamburg dieses Jahr zum ersten Mal dabei ist. Der HSV Hamburg, der vor 2 Jahren noch die Champions League gewonnen hat, ist natürlich ein großer Name in Handball Deutschland. Und auf die Mannschaft freue ich mich schon sehr, mit ihren Typen, mit Pascal Hens, mit einem Bitter im Tor. Das sind natürlich deutsche Handballnamen, die treiben einem schon die Tränen in die Augen ein bisschen. Das macht schon Spaß, wenn die hier spielen. Herr Thilo Huber ist ja gerade persönlich zum Bahnhof gefahren, um die Herrschaften abzuholen. Der muss ja da ein bisschen Norddeutsch schnacken, nicht wahr? Muss er wahrscheinlich, ja. Aber Thilo ist so versiert, ist so ein guter Netzwerker, ist ja auch hauptverantwortlich dafür, dass wir diese tollen Mannschaften auch hier haben. Das muss man schon sagen. Das ist sein Organisationstalent, das uns da hingebracht hat. Und er kriegt es schon hin mit dem norddeutschen Dialekt, da bin ich mir ganz sicher. Es wird auch von den Esslingern gigantisch angenommen. Also ich meine, volle Hütte, Samstag und Sonntag. Ja, ich denke auch jetzt dieses Doppeljubiläum, 50. Seit 75 Jahren gibt es dieses Turnier. Eine große Medienpräsenz, ja, wirklich sehr gute Berichte in den schreibenden Medien, bei euch hier auch. Und das hat uns schon sehr geholfen und das nehmen die Esslinger auch an, wenn das Wetter jetzt so mitspielt, wie es sich jetzt anlässt. Und ihr habt eine schicke VIP-Lounge mit unglaublich vielen Sponsoren. Ohne, glaube ich, die wird es gar nicht gehen. Ohne die Sponsoren ist so ein Turnier überhaupt nicht denkbar. Ne? Also wir haben sehr treue Sponsoren, wir sind sehr dankbar dafür, dass wir auch so einen guten Stamm an Sponsoren haben. Und es kommen immer wieder neue dazu. Es ist viel Arbeit, die zu akquirieren, aber sie halten uns die Treue und sie machen aus dem Turnier das, was es dann ist. Was toll ist, dass ihr natürlich auch für den Nachwuchs sorgt und gerade dieses Schülerturnier jedes Jahr aufs Neue wieder veranstaltet. Ich denke, das ist wichtig. Wir wollen ja gerade bei den ganz Jungen, wie jetzt gerade gesehen, im Grundschulalter, dafür sorgen, dass der Handball attraktiv ist. Und wenn man als kleines Kind in der Schule mal hier gespielt hat, dann vergisst man das nie mehr. Und dann bleibt man hoffentlich dann auch diesem Sport verbunden. Und das ist genau das Ziel, das wir ja alle haben. Wir lieben ja diesen Handballsport auch. Wir lieben die Stadt Esslingen und wir lieben diesen Handball. Und das ist, glaube ich, der Anreiz für uns alle, das hier auch zu machen. Jetzt haben wir natürlich hier im großen Umkreis rund um Stuttgart die SG BBM Bietigheim, die recht erfolgreich ist mit den Frauen, mit den Männern. Was muss Esslingen tun, um zumindest mal ein bisschen nach oben aufzusteigen? Ja, es ist schwierig, Erfolg zu haben im Handball, vor allem wenn man in einer Stadt wie Esslingen lebt und da Handball durchführt. Wir haben relativ viele Vereine, die noch Handball anbieten. Wir haben 3 Spielgemeinschaften, die hier auch in super Weise zusammenarbeiten, um dieses Turnier auf die Beine zu stellen. Und alle haben so ein bisschen ihre eigenen Ziele. Die sind teilweise höher gesteckt, teilweise nicht so hoch gesteckt. Und jeder will halt nun mal kleinere Brötchen backen und versucht zunächst mal seine Ziele zu erreichen. Ich glaube, wenn man so einen ganz großen Wurf schaffen will, dann muss man kooperieren in irgendeiner Form. Dann muss man als ein Verein in Esslingen auftreten und dann auf Sponsoren zugehen, auf die Stadt. Und dann verliert man auch die Talente nicht, die hochwachsen und dann zu besseren Vereinen gehen. Ich denke, das wäre die Grundvoraussetzung. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Da weiß ich, dass ich nicht die Meinung aller vertrete, die hier tätig sind, auf jeden Fall.
Was passiert die nächsten 50 Jahre beim Marktplatzturnier? Tja, das ist auch eine gute Frage. So ein Turnier steht und fällt immer mit den Menschen, die es machen. Ja, die Arbeitsdienst leisten, die es aufbauen, die Sponsorenakquise machen, die Mannschaften holen. Jeder hat da so seine eigene Stärke, die er dann einbringt. Und wenn die Leute sagen, ich habe jetzt genug, ich kann nicht mehr und es kommen keine nach, die das auch so leben, dann wird es für so eine Veranstaltung schwer. Aber ich denke, wir sind noch so motiviert, dass wir auf jeden Fall in dem Team, in dem wir jetzt sind, noch ein Weilchen weitermachen. Ob das noch 50 Jahre andauert, weiß ich nicht. Aber wenn das jetzt so gut läuft wie die letzten Jahre, dann sind wir noch mit ein paar Jahren mit Enthusiasmus dabei und dann wird es weiterhin ein ganz tolles Turnier werden. Was bist du für ein Jahrgang, Astrid? Ich bin Jahrgang 66, auch da wird man langsam ein bisschen älter. Ja? Und wir haben auch ältere Jahrgänge dabei. Und wenn man dann so einen Donnerstag von morgens früh bis abends um 11 hier aufbaut, dann weiß man schon, was man geleistet hat. Und dann war das erste Tag, dann folgen noch drei. Das heißt, wenn es dann heißt 100 Jahre Marktplatzturnier oder 100. Turnier, dann bist du 99 Jahre alt. Dann bin ich schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ja? Mal sehen, ob es dann noch reicht für einen Sprecher. Ja? Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Wünschen Ihnen eine tolle Woche und bleiben Sie am Ball. Bis zum nächsten Mal. Ciao.